Die werden allesamt beschränkt auf ein Stack. Du hättest gerne Stahl. Können wir bei 200 lassen, weil Stahl haben wir genug. Brass allerdings haben wir nicht genug. Brass wäre hier. Geht auf 10 runter. Und rechts und links. Gut. Weiter. Jetzt kommt Titan und später dann noch Tungsten. Und ich denke, daneben mache ich die Ballproduktion. Also die da. Das sind die nur die beiden. Stahl und Titan. Genau, Stahl und Titan. Stahl und Titan. Die nehme ich dann quasi als Abschluss von dieser ganzen Zahnradkette. Oh, und Licht. Ich glaube, wir hatten bei der Yuki-Ecke hier oben das Licht vorbereitet. Genau, diese komischen gelben Dinger da. Angriff Osten. Da, zwei Stück. Das ist ganz schön wenig. Woran hapert's? Das Ding einfach nicht arbeitet. Ja. Arbeite mal eine Weile dran, bitte. Damit wir mehr davon haben. Und stell damit her Licht. Gut. Mehr Licht. Ja, das Positionieren der Augstations wird ein bisschen friemelig nachher werden. Ja, gut. Die sind übrigens fertig und anscheinend hat sich sogar wirklich einer verdoppelt. Das ist super. Eine kostenlose Augstation ist echt, echt irre praktisch. Du mach bitte die Tarn. Du mach später bitte Tungsten. Ups. Du mach später bitte Tungsten. Schiff rechts, Schiff links, Schiff links, Schiff links, Schiff links. Alle auf ein Stack beschränken. Du hättest gerne Titan. Nicht in den Mengen. Du hättest gerne Titan. Und ja, du hättest gerne Tungstenplatten. Wobei ich noch nicht weiß, ob wir Tungsten jetzt so in den Maßen überhaupt schon herstellen können. Ich glaube, wir hatten mal für irgendein Projekt Tungsten hergestellt. Aber das dann auch im Eigenbedarf und gleich Spieler verkraftet hier. Oh, wir können versuchen, die Alien-Lampen immer jeweils bei diesem Roboport Augstation-Konglomerat-Dingens hier mit hinzubauen und so sicherzustellen, dass überall genug Licht ist. Weil es nicht mittig ist. So. Ich teste. Hier oben ist die nächste Augstation. Dann reiße ich einfach die Lampen, die hier zwischendurch stehen, ab. Und laufe dann genau zwischen die beiden Dinger. Und zoom ran. Das ist mein Test. Geh mal das mal weg. So. Scheint aufzugehen. Nur hier Richtung Osten. Nö, ist alles hell. Ah, hier wird's dunkel. Warum wird's hier dunkel? Wir sind doch quasi direkt daneben. Ja, also nur in den absoluten Randgebieten, wo wir eh nicht viel am Arbeiten sind. Da haben wir Lichtprobleme. Ja, sehr schön. Also habe mal ein neues Muster. So, weg, 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 weg. Oh, stimmt. Oh, was ist da hinten los? Hi. Ja. Was ich gerade vorher sagen wollte, wir können den Replicator Park noch mehr erweitern, anstatt den Erzen und die Erzen einschmelzen, direkt das zu dem Platt machen. Das hatte ich vorher abgewiesen, den Vorschlag, das gleich direkt zu Platten zu replizieren, weil es nicht ganz effektiv ist. Aber später im High-End-Bereich sieht es einfach schicker aus und spart Platz. Was ich jetzt gerne hätte, wären 50 davon. Und 50 davon.
Dann hätte ich gerne die grünen Varianten davon. So, und ich hätte gern die grünen Varianten auch gleich zu mir geliefert. Angriff Osten hält sich. Da kommen die. Ja, die müssen wir jetzt platzieren und auch gleich nutzen, sonst kommen wir mit dem Strom nicht hinterher. Und echt vorsichtig sein mit den ganzen Neuerungen, die ich gerade anfange. Ja, Upgrade-Planer werde ich nicht nutzen. Ich werde einfach das Ganze ein bisschen vorhand machen. Sind hier eben nur 30 Stück und ein so ein Cluster sind 16. Also müsste ich zwei Cluster kurz platzieren, damit die alle sind. Und die waren irgendwie 2,5-mal so stark. Sollte sich also relativ schnell bemerkbar machen. So. Und bei den Akkus das gleiche. Das heißt, ich bräuchte theoretisch... Ja, theoretisch müsste ich jeweils noch neben den Fabriken, die jetzt MK2 Akkus und Solarpanels herstellen, noch eine Fabrik ransetzen, die MK3 Versionen davon herstellt. Aber jetzt nacheinander auf MK3 umstellen. Ist, glaube ich, zum einen ein Problem vom Platz her. Und zum anderen geht das ganz schön in die Ressourcen, weil ich glaube, die Dinger brauchen jetzt schon Iron Conduits, um sie herzustellen. Wenn nicht, dann Superconductor. Ja. Na, wobei es sind nur zwei. Das geht fast. Ja, werde ich mir überlegen. Inwiefern ich das auch schon automatisieren will. Weil momentan haben wir, glaube ich, immer noch keine komplette Abdeckung Richtung Westen mit den MK2-Versionen. Also sollte ich mir nicht so sehr einen Kopf um die MK3 jetzt schon machen. Und ich hätte gerne Superkontakte angefordert. Da. Damit ich je nach Gutdünken das hier auch selber herstellen kann zwischendurch. Genau. Du kannst weg, weg, weg. Und hier... Hier könnt ihr hin. So. Also auch hier oben haben wir dann ein dunkles Fleckchen. Wenn wir hier hingehen, ist es ein bisschen dunkler. Aber das nehme ich in Kauf für unser neues Lichtmuster. Gib mal Sandmauern. Wenn die hier noch irgendwo auftauchen. Da. Ganz viele Sandmauern, wenn wir das hier auch mal setzen können. Das Fließbandding. Ja, muss man überlegen. Akkus füllen sich aber ein Ticken zu langsam für meinen Geschmack. Oh, warte mal. Da sind jetzt schon die ganzen Mauern. Hätten wir jetzt ebenfalls lösen können mit einem Blueprint und vorher abreißen, aber... Machen wir mit Eingang zu. Aber ich denke, so ist es schneller. Und ich habe die Eingänge jetzt mit weggemacht, weil ich auch gerne für die Eingänge was Gleichmäßiges hätte. Also dass später die Nordtoren ungefähr einem Abstand voneinander sind. Also sagen wir mal, wir machen die Nordtore immer mittig hier zu so einem Ding. Denn 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Blöcken Abstand und dann wieder Nordtor mittig da so drin. Das ist immer egal, wo wir gerade in der Basis sind und wir die Basis verlassen wollen, recht schnell die Ausgänge zu erreichen sind. Gut. Das sollte alles gleich in der Kiste verschwinden. Da. Die alle weg. Die auf Vorrat wieder zurücklegen. Die wieder zurücklegen. So, nicht mehr anfordern. So. Und ich überprüfe mal ganz kurz, ob da wirklich ein Platzproblem besteht. Jein. Kobaltgeschichte ist hier ein bisschen im Weg. Ich könnte das aber nach unten verlegen. Mach mal dich weg. Mach hier raus ein Blueprint. Und reiß das da ab. So. Und jetzt packen wir das Blueprint. Hier unten hinten.
bist du? Da. Bis wo wollen wir automatisieren? Das ist eine gute Frage. Ich fange einfach von links an, dann haben wir nach rechts genug Platz, ha? Ja, so, wir bauen das Ganze da neu auf. Ersetzen das gleich natürlich durch bessere Fabriken. Und bauen denn daneben die MK3-Variante. Und bereiten schon mal die MK4-Variante vor. So. Oh, und ich hätte gern für den Eigenbedarf auch noch mehr von denen da. Oh, wir können schon rote herstellen. Nein, das war nur, dass man es anfordern könnte, aber gar nicht hat. Ja, beschränk dich mal auf ein Stack. Ein Stack, sag ich. Und mach dann hier zwischen Ärmchen. So, du hättest jetzt gerne die Dreier Akkus hergestellt. Die brauchen zusätzlich zu denen weiße Chips und Superkonduktor. Also fordere bitte an. Weiße Chips. Und Superkonduktor. So. Ich hoffe, 10 reichen da. Ja, braucht jeweils 2. Also wir haben dann vorrätig für 5 Aufstufungen. Und du machst die und brauchst das gleiche plus Stahl. Also Shift rechts, Shift links. Und nimmst noch Stahl dazu. Und ihr werdet beschränkt auf erst einmal ein Stack jeweils. Gut. Achso, Aufstufen zu... zu schneller, 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 schneller. Und irgendwie... Oh. Irgendwie haben wir keine braunen Chips. Das ist ein peinlicher Zustand. Den wir allerdings schon mehrfach hatten. Letztes Mal war, glaube ich, das Problem, dass wir diese komischen anderen Holzbretter nicht hatten. Oder dass die Dinger da fehlten. Was ist es diesmal? Das kann doch gut sein, dass wir zu wenig davon herstellen. Läuft einigermaßen. Okay. Dann machen wir davon Blueprint. Mit diesem kompletten Ding hier. Und nehmen das auch mal nach unten. Und fangen ebenfalls wieder links an, damit wir schön viel Platz haben, nach rechts zu expandieren. Also, blub, blub. Dahin und dahin. Dann hätten wir hier 4-mal braune Chips in der Herstellung. Wollen wir daraus 8 machen? Spricht da irgendwas gegen? Wir werden mehr Kupfer verbrauchen. Ja, wir können beliebig viel herstellen. Theoretisch. Wie viel haben wir oben? Würde ich gerne erstmal überprüfen. Lucky Chicago Size ist erhöht. Sehr schön. Die nächste Stufe würde 1250 kosten. Ich denke, ich gehe dann doch lieber nochmal den Geschwindigkeitsweg. Ich überlege gerade, ob ich jetzt doch wieder Richtung Power Armor gehe. Oder die Replicator-Sachen. Ich glaube, ich gehe lieber sogar in die Richtung hier. Wegen Strom. Oh, apropos Strom. Wir könnten hier gucken, ob irgendwelche Generatoren hier mit bei sind. Wobei die Yuki-Sachen, die brauchen ja keine Forschung. Das heißt, wir können hier nichts davon freischalten. Cyberchests. Uranium Power. Oh, das ist gar nicht Yuki. Energy Consumption 144 MW. Das ist Konsum. Das ist nicht Produktion. Und es ist auch kein Fusion, sondern Fission.
Das eine ist spalten, das andere ist schmelzen. Wo kommt hier jetzt am Ende Strom raus? Ich hätte gerne Strom und kein Abzug von 72 MW oder 144 MW. Yellow Cake. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Erforscht die Batterien hier. Das ist schnell gemacht und wir brauchten die, glaube ich, für die blauen Chips. Ja, das ist echt einschüchtern. Das Uranium-Mod-Untermodul da. So, wir haben braune Chips einmal da oben und zweimal hier unten. Das heißt, wir haben es nur dreimal insgesamt hier oben. Das heißt, da unten ist schon mal ein Dingens mehr, eine Fabrik mehr. Aber ehrlich gesagt traue ich dem nicht. Also mache ich nochmal ein so ein... Nee. Ein so ein Cluster. Mach den daneben und es fehlen Ärmchen, sehe ich gerade. Das war von da nach da, von da nach da, von da nach da. Und selber mehr Ärmchen erstellen. So, das sollte jetzt eigentlich erstmal reichen. Denke ich, hoffe ich. Und das gleiche werden wir jetzt hier neben auch nochmal machen für weiße Chips. Und dann später wahrscheinlich darüber für grüne. Und darüber dann für... Oh stimmt, drüber würde schöner aussehen. Also braun, weiß, grün, blau. Okay. Kurz am Auge behalten. Ob da jetzt spontan zigtausend braunen Chips auftauchen. Es müssten über 400 werden, damit wir es überhaupt sehen können, da unten rechts in der Übersicht. Aber das war ich irgendwie stark zu bezweifeln. Dazu erst ja auch alle Kisten, die braune Chips anfordern, gefüllt werden müssen. Aber trotzdem, das ist jetzt verdoppelt. Nee, sogar verdreifacht. Weil die alten Fabriken ja auch noch da sind, fällt mir gerade ein. Also es sollte jetzt ziemlich viel kommen an braunen Chips. Das werde ich nächste Folge auf jeden Fall im Auge behalten. Dann werden wir die weißen Chips auch runter transportieren. Oh. Ja, und Strom im Auge behalten. Also weiter darauf setzen, dass wir... Dass wir die Teile jetzt einmal komplett bis zur letzten Westwand da hinsetzen. Und danach anfangen, die in grün umzuwandeln. So, ich hätte gerne... Ja, da sind die blauen Batterien, die wir gerade erforscht haben. Ich hätte gerne das hier erforscht. Weil ich glaube, die blauen Chips können wir schon herstellen. Das war noch ein bisschen kompliziert. Nee, können wir nicht. Was erlaubt uns denn blaue Chip-Produktion? Oh Gott, jetzt darf ich wieder irgendwelche Forschungssachen hier raussuchen. Oh, und Radar darf ich nicht vergessen. Das wollten wir auch irgendwie unser Muster mit einbauen. Ja, irgendwas von diesen ganzen schönen bunten Symbolen erlaubt es mir jetzt, blaue Chips herzustellen. Allerdings habe ich keine Ahnung, welches davon. Und ich bin gleich alle einmal oberflächlich durchgegangen. Metalle vielleicht? Nö. Das da wären lila Chips, aber das... Oh, lila Chips, ist das Äquivalent zu den blauen Chips? Also zu den neuen blauen Chips? Erforscht es aber mal, es kostet nicht viel. So, und bevor ich es nächste Folge vergesse, setze ich jetzt schon mal hier wieder mehr davon. So, und davon welche. Gute Idee. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.